willkommen zurück zu einer weiteren Schwarzsand-Folge God of War Valhall. Freut mich, dass du da draußen wieder mit am Start bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Es geht weiter, Freunde, bewerten, kommentieren, um zu unterstützen und natürlich den Bots keine Chance zu lassen. Ja, hier war eben gerade der Fall so, dass... Der widerstandsfähige Krieger tanzt mit dem Wandel und passt sich seinem Rhythmus leicht an. Dass die PlayStation sich halt einfach ausgeschaltet hat und dann war ich wieder hier. Also man muss den Run immer beenden. Das wusste ich nicht, weil ich habe bis jetzt alles am Stück gespielt. Ich weiß es. Ja, schauen wir mal. Habe ich jetzt wenigstens was aus meinem Run mitgenommen? Nö. Ja, ein bisschen Rage kann ich mir holen. Aber so an sich habe ich jetzt nicht wirklich was mitgenommen, ne? Interesting, interesting. Ein vortrefflicher Versuch. Besser als der letzte. Du passt dich gut an Valhall an. Der war richtig mies. Meine PlayStation ist ausgegangen. Wo ist Freya? Im Augenblick nicht da. Wie du weißt, kümmert sie sich zurzeit um viele Dinge. Eine neue Regierung für die Welten aufzustellen ist nicht leicht. Es gilt, Anführer zu finden und anzuwerben und die Machtverteilung auszuhandeln. Sie wäre sicher lieber hier. Aber ihr müsst fürs Erste mit uns drei Vorlieb nehmen. Wir sind gewiss in sehr guten Händen. Na, man verpasst wirklich sehr viel Dialogkram, wenn man nicht stirbt. Wenn man zu gut ist, verpasst man eigentlich die ganzen Dialoge. Gott sei Dank schaut ihr hier ein Let's Play mit mir, ne? Gott sei Dank habt ihr jemanden hier, der gar nichts kann. Alles nur für euch, Leute. Moin. Und tschüss. So, zeigt mal her, was bekommen wir hier. Alright. Let's do it. Versuchen wir es hier auf Kette. Ah, jetzt thematisieren wir Pandora. Ja, wirklich. Kratos nichts getan hat. Boah, die giftigen Boys hier. Hat sich gerade selbst gesprengt? Wir hatten gar keinen Bock mehr. Der ist auch direkt 2. Ja, komm. Nehmen wir mal mit. Vollendete Macht. Nehmen wir auch mal mit. Ja, wir müssen jetzt richtig Buffalo werden. Okay, Pandora müssen wir uns wirklich nochmal angucken. Eine Ersatztochter, eine Büchse voller Übel, das sieht sehr wichtig aus. Die Geschichte deines Schmiedes, richtig? Sein Mädchen war der Schlüssel und er starb, um sie zu schützen? Er beschützte sie vor mir. Ich öffnete die Büchse, um etwas zu finden, um Ares zu töten. Und was ich entfesselte... Hat alle Götter durchdrehen lassen. Danke dafür übrigens. Stillkopf. Leider bedeutet die Zeit, die ich in meinem Valhall verbringe, für dich mehr Zeit mit ihm. Ja, mehr Zeit mit ihm. Ich würde gerne immer noch deinen Abschnitt sehen, aber ich glaube, das werden wir nicht bekommen. Kratos, wie gut kanntest du die Tochter des Schmieds? Pandora. Sie erinnerte mich an meine eigene Tochter, die ich vor langer Zeit verlor. Das tut mir leid. Selbst in deiner größten Rachsucht kannst du nicht gewollt haben, dass ihr etwas zustößt. Pandora war unschuldig. Die Art, wie sie die Dinge sah. Sie kam an mich heran wie kaum jemand anderes.
Sie hätte mehr verdient, als ein Bauernopfer im Spiel der Götter zu sein. Dein Bedauern ist spürbar. Doch danke, dass du die Erinnerung zulässt. Das ist wichtig. Ich sag ja, das ist absolut eine Therapiesitzung, ne? God of War Therapiesitzung. Klar nehme ich die alle mit. Denn wie wir ja wissen, kann es an einigen wenigen scheitern. Ja, wir gehen natürlich hier rein. Wir gehen natürlich hier rein. Zwei Begegnungen lang no block. Die hässlichen Typen oder was? Euch kann ich nicht besonders gut leiden. Ihr seid ja, ekelhaft und nervig. Wo ist der andere? Das sind nur die drei. Nein, irgendwo ist noch irgendwas. Ich will keinen Schaden nehmen. Irgendwo spuckt hier noch was rum. Da hinten. Boah, jetzt kommt noch ein dicker. Ich hasse die Spucker. Alles, was spuckt und fliegt, ist sowas von nervig. Bam. Vorsicht, links! Ich darf ja nicht blocken. Ich vergaß. Blocken ist ja verboten. So, schön den Kopf runtergesperrt. Da war aber noch einer, ne? Jetzt aber. Ruhe und Frieden. Wo ist die Heilung? Die war eigentlich immer hier in dem Eckchen. Dankeschön für diesen kleinen Krümel. Ich nehme den Zyklon, ich mag den. Jetzt ging die Massen irgendwie ganz witzig. Und ich bekomme wieder so eine Geschenktruhe. Heilung brauchen wir nicht. Sind ja voll. Das ist aber nett. Ja, die Basiswerte erhöhen. Das ist, glaube ich, richtig wichtig. Tier. Vorhin sprachst du mit mir, als wolle ich ein Anführer sein. Als wäre ich jemand, dem man folgen sollte. Deine Selbstkritik, berechtigt oder auch nicht, wird hier in Valhall deutlich wiedergespiegelt. Es ist kein Zufall, dass dein Verstand diesen Thron heraufbeschwor. Er ist mehr als ein Symbol. Er führt dir deine Annahmen erneut vor Augen. Mimir hat recht. Du besitzt diese Kraft und, wie ich glaube, die Weisheit, neu zu definieren, was er dir bedeutet. Diese Kraft zu nutzen bedeutet, dir selbst zu beweisen, dass der Thron dich nicht verändert, nicht zu einem anderen Menschen macht. Nicht, wenn du weißt, wer du bist und warum du dienst. Ja, aber der Thron fühlt sich auch so ein bisschen nach Festsitzen und Ruhestand an, ne? Oh, nö. Bruder, mach dich bereit! Ja. Alter, das schmettert. Here we go, my friend. Schade, dass er immer mit der Kette tötet, ne?
Oh, jetzt noch die Weibatz. Easy, easy. Das war's schon. Ich glaube, Valhalls Bürde ist abgelegen. Brauche ich dich? Nö. Alter, wir steppen aber auch gerade echt hot durch die Gegend, ne? Also gerade sind wir maschinenmäßig unterwegs. Es scheint, Valhall wird dich nicht ohne einen Handel da durchlassen. So, wo gehen wir hin? Wir wollen hier nochmal rein. Hucken hier nochmal hoch. Hier gibt's Echos. Hier ist ein Shop. 210. Ein kleiner Vorteil für diesen Versuch vielleicht. Kann man sich vielleicht was holen. Ich hol mir den Chaos-Zyklon. Wie gesagt, ich finde gar nicht so schlecht. Okay. Oh. Da nehme ich noch mal ein paar Groschen mit. Alright, let's go. Schon wieder der hier. Ah, ich weiß, die falsche Waffe. Ach, der wird geheilt da hinten. Ich dachte mir, warum die denn? Geht's. Gar kein Schaden. Da ist der kleine Mann. So, here we go, brother. Du brennst, Kratos! Ja, ist mir aufgefallen. Ist mir durchaus aufgefallen, dass ich brenne. Das war eben... Klappt immer noch! Eine unangenehme Begegnung. Und jetzt hier gegen den Totenkopfmann. Jetzt kommt irgendwas Dickeres auf uns zugestampft. Nehmen wir das hier lieber mit. Bedeutet so viel wie, was hast du denn davor? Boah, Alter, der hat Damage gemacht. Och nö, hier ist schon wieder so ein Heiler. Den Feind da hat Valhall markiert. Ja, ich bin ja dran. Knutsch meine Klinge. Ja, die kleinen Heilfreaks. Da, komm hoch. Komm weg! Oh, da lebt ja noch einer.
Okay, wir schlagen irgendwie alle daneben. Gut gemacht. Gern geschehen. Das war erfrischend. Müsste ja nicht irgendwo noch eine Heilung liegen? Irgendwo hier müsste noch eine kleine Heilung rumchillen. So ein kleiner Healing Nugget. Habe ich ihn eingesammelt und hab's nicht realisiert? Ach, keine Ahnung. Kann sein. Maybe. Gut, der Weg zum höheren Bereich müsste frei sein. Ja, das ist doch eine schöne Neuigkeit. Auch ein vorübergehender Vorteil kann sich lohnen. Klar. Da nehme ich den Segen der Vitalität mit. Keine Vasen mehr. Oh, I don't think so. Modi? Zeit zu sterben, Ratte. Ah, jetzt kommt der andere. Jetzt kommt der andere. Ich kann mich nicht bewegen. Boah, Alter, er gibt mir. Was für eine Klinge. Boah, er gibt mir richtig. Komm gar nicht mehr raus. Ey, kann ich da irgendwie dodgen? Boah, Alter, was ist denn mit ihm los? Muss ich ihn da... Meine Güte, ist noch Heilung. Wo ist die Heilung? Alter, der dreht richtig am Rad. Der dreht richtig am Rad. Er hört ja gar nicht auf. Was ist dir ein Schild, wenn du ihn nicht einsetzt? Was? Leck mich am Ärmel. Alter, der ist ja richtig durchgedreht. Ja, wenn du denkst, du hast ein Fenster, hat er nochmal ordentlich draufgesmackelt. Wahrscheinlich Hass wegen seinem Bruder. Der hatte richtig Hass wegen seinem Bro. Hat er nicht gut verkraftet. Wäre es möglich, dass du dich falsch abgezogen an ihn erinnerst? Ich kann mich nicht entsinnen, dass er sich so gut zur Wehr gesetzt hat. Nee, ich auch nicht. Ich kann das auch nicht. Kämpfe sind unvorhersehbar. Wie das Leben. Ja, habe ich eben gerade auch gelernt. Das hat sich gelohnt. Da macht man gleich noch eine. Valhall, wo Legenden gemacht und neu geformt werden. Die könnten wirklich einen dauerhaften Unterschied machen. So, ich habe das erste Leben jetzt mal dabei. Kann ich mir nichts holen.
Ja, ich habe eh so viel davon. So, damit der Farm ein bisschen besser von der Hand flutscht. Oh, ich habe jetzt eine Wiederbelebung, also ein bisschen was haben wir rausgezogen. Deine Erinnerungen an Tuas Nachwuchs sind stark. Wenn es hilft, sag dir ja, dass du ihn in der realen Welt besiegt hast. Ich muss zugeben, Sigrun, Valhall ist anders, als ich erwartet hatte. Du erlebst hier nur einen sehr kleinen Teil davon. Einen, der vom restlichen Valhall unabhängig und losgelöst ist. Anderswo gibt es größere Gegenden, in denen die Toten wohnen, Kontakte knüpfen, Spiele spielen, trinken, kämpfen. Doch man muss sich die Gesellschaft seiner gefallenen Kameraden verdienen. Auf Neuankömmlinge wartet ein Spießrutenlauf, eine persönliche, eigenständige Version ihrer Taten. Das soll den Toten helfen, ihr Leben zu verarbeiten. Die Würdigen, die eine Art Abschluss gefunden haben, dürfen voranschreiten. Diejenigen, die nicht mit ihrem Leben abschließen können, sind für immer in ihrem persönlichen Valhall gefangen. Manche kämpfen einfach lieber hier weiter. Kann auch die Hölle sein, ne? Wenn man da drin gefangen ist, in so einer endlosen Schleife aus persönlichen Traumatas. Na gut, Freunde, hier machen wir einen kleinen Break. Beim nächsten Mal wickeln wir den aber so richtig. Bewerten, kommentieren. Auf Wiedersehen und tschüss!